Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine ganz einfache Geburtstagskarte machen, die richtig viel Spaß macht, weil man einfach total viel stempelt. Und es ist immer irgendwie was ich total schön finde. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Trip, dass ich einfache Karten mache, weil ich ja vielleicht an Weihnachten irgendwie sehr komplizierte Sachen gemacht habe und jetzt brauche ich so ein bisschen einen leichten Ausgleich und vielleicht ist das auch was für euch. Also ihr seht, die ist innen auch bestempelt. Wir machen es heute noch ein bisschen anderem Farbkonzept. Ich hätte gerne den Spruch ein bisschen dunkler, dass der noch so ein bisschen mehr raussticht. Und genau, so sieht das Ganze aus und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Benutzen tue ich auch gar nicht viel. Also ich habe ein bisschen Material, einmal Grundweiß als Farbe. Ich habe jetzt hier noch Flüstermalz, das brauche ich erstmal auf. Aber ich blende euch die Bestellnummer für Grundweiß ein. Das hat das Maß 21 x 14 cm und ist gefalzt bei 10,5. Das ist meine typischen Maße für eine Klappkarte. Also einfach die 21 cm Seite anlegen und dann bei 10,5 cm falzen. Und ich habe ein Reststück, das ist das, was dann immer übrig bleibt, das ungefähr 1,8 cm hoch ist. Das ist dann für unseren Spruch. Wenn ihr einen größeren Spruch habt, dann nehmt ihr ein bisschen anderes Format vom Papier. Und ich habe jetzt hier zwei Kreise ausgestanzt. Einmal habe ich Mangogelb und einmal habe ich Wassermelone. Ich weiß noch nicht genau, was ich verwenden werde. Ich halte euch jetzt aber mal Mangogelb hier rein als Bestellnummer. Wassermelone gibt es da gar nicht mehr drauf. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Das blende ich jetzt einfach ein. Aber ich gucke jetzt mal, was mir so gefällt. Wenn ihr keine Stanzmaschine habt, dann könnt ihr das natürlich auch einfach mit einer 2,5-Inch Kreisstanze ausstanzen. Ich habe hier jetzt verwendet die Stickmuster und da habe ich den zweitgrößten Kreis genommen und habe mir einfach zweimal ausgestanzt, damit ich mal gucken kann, was mir so gefällt. Auf dieser Karte ist es übrigens Marineblau. Genau. Okay, und dann stempeln wir jetzt einfach ganz wild drauf los. Ich habe noch ein Reststück in Flüsterweiß. Das brauchen wir dann nachher noch für einen Kreis. Aber ansonsten können wir einfach mal loslegen. Ich nehme jetzt hier nur eine Unterlage und fange jetzt mal an. Ich habe mir jetzt schon mal ein paar Farben zurechtgelegt, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich zeige euch jetzt einfach mal alle Bestellnummern und ihr guckt dann, was ihr habt oder was euch am besten gefällt. Ich habe einmal Blütenrosa, Mangogelb und Lindgrün. Das sind die Bestellnummern. Wenn ihr die braucht, drückt ihr einfach kurz auf Pause. Und dann habe ich noch Wassermelone und Marineblau. Mal gucken, wie gesagt, wie das jetzt dann gleich wird. Da kann man sich einfach total frei entfalten und das so machen, wie es einem gefällt. So ein bisschen sommerliche Frühlingsfarben oder frische Farben. Ich finde das Lindgrün und das Blütenrosa einfach so schön zusammen und dann noch ein bisschen einen kontraststarken Farbton fand ich ganz cool. Okay, und ich starte jetzt einfach mit diesem ganz großen Kreis. Habe ich euch die Stempelsets schon gezeigt? Nein, ich glaube nicht. Ich nehme einmal Circle Celebration. Das ist dieses wunderschöne Stempelset mit ganz vielen tollen Kreisen, mit kleinen Punkten, mit Blümchen, ganz schön. Das hat diese Bestellnummer, aber ich blende es euch auch nochmal richtig gut ein, glaube ich. Und das Eiszeit-Set, einen schönen Geburtstag, weil ich das einfach von der Schrift her schön finde. Da wären auch nochmal coole Punkte drin oder so Sprenkelchen, die man super verwenden könnte. Also auch ein ganz tolles Set für die Karte. Und ihr könnt natürlich das Ganze zu jedem anderen anders auch gestalten, das ist natürlich ganz klar. Ich bin heute relativ nah da mit der Kamera, ich gehe noch ein bisschen raus. Und ich fange jetzt mit dem größten Kreis an. Das ist dieser flächige Kreis, der hier unten. Also ich benutze diesen hier, diesen hier, diesen hier, diesen hier, die kleinen Punkte, diesen und die kleine Blüte. Die anderen Sachen habe ich jetzt mal noch nicht rausgenommen, aber vielleicht, ich habe ja gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie die Karte dann ausschauen wird. Vielleicht benutzen wir das auch noch gleich. Den großen Kreis, den benutze ich jetzt einfach mal mit Lindgrün und setze mir den jetzt einfach mal hier unten ganz mutig drauf. Der hat auch so ein bisschen so eine Aquarellart, also der sieht total schön aus. Der stempelt nicht flächig. Und dann setze ich mir den auch noch hier drauf, so ein bisschen so. Also die Karte habe ich jetzt mal zusammen gemacht und dass sie nicht so ganz drüber geht. Jetzt sieht man hier, hat er nicht ganz abgestempelt, aber man kann da ja trotzdem noch drüber gehen, weil man erstens durchsieht und diesen Effekt, der macht sich ganz gut auch. Und innen rein würde ich das auch gleich machen. Dass ich mir den einfach hier oben mal so ein bisschen drauf setze und dann noch so ein bisschen an der Seite ganz leicht reinschauen lasse. Genau. Ja.
Dann nehme ich als nächstes mal, was nehmen wir denn dann? Ich nehme jetzt mal diese kleinen Punkte, diesen Punktekreis. Und ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich mal in Wassermelone ganz mutig und mache den hier ganz, wow, der ist cool. Ganz mutig darüber. Also das ist eine richtig satte Farbe. Ups, da habe ich jetzt nicht gescheit abgeschnappt, aber das macht nichts, sieht auch gut aus. Und dann hier innen drin auch noch ein bisschen so. Also das ist echt eine richtige, wow, Powerfarbe, finde ich. Und dann nehme ich mir auf jeden Fall mal diesen Kreis mit diesen Strichelchen und gehe mal mit Blütenrosa ganz zart. Ich finde das total schön, wenn man da so ganz zart irgendwie so ein bisschen drüber stempeln kann. Seht ihr den? Ich finde das auch mega cool. Hier oben mache ich auch noch ein bisschen was hin. Nur ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich nicht zu viel mache. Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Dann nehme ich mir diesen kleinen, diesen Gitterstempel. Und ich gehe jetzt da nochmal in Lindgrün. Wobei ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich noch Mangogelb mit rein. Also diesen Gitter mache ich in Mangogelb. Ja, das ist ganz cool. Und da gehe ich auch noch ein paar Mal so drüber. Lass dich noch so ein bisschen reinschauen, innen drin auch. Ruhig auch mal über den anderen Stempel drüber machen, das macht sich immer gut. Dann habe ich noch die kleinen Punkte. Die mache ich jetzt in Blütenrosa noch rein. Das sind immer so ein bisschen so Füllungen, wo noch ein bisschen was fehlt. Kann man da super mit den Punkten noch reingehen. Auch hier ganz toll. Da muss man natürlich ein bisschen Platz lassen zum Schreiben. Aber so von der Seite ein bisschen reingehen ist super. Und dann haben wir natürlich noch diese kleine, total schöne Blüte. Puh, und in welcher Farbe mache ich die denn jetzt? Also jetzt lege ich mir mal meine Kreise da vorne drauf. Ist schon krachig. Huiuiui. Ich glaube, ich bleibe in dieser Farbe. Dann mache ich die Blüten. Was meint ihr? Ich würde jetzt gerne hören, was ihr sagt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ins zarte Mangogelb nochmal, oder? Ist auch nicht so zart, gell? Das ist schon auch eine krasse Farbe. Aber ist schön. Da mache ich mir jetzt drei hin und innen rein auch noch. Mach mal zwei. Mach mal drei. Okay, also meine Innenseite sieht jetzt so aus und meine Außenseite sieht jetzt so aus. Irgendwie wird dann jede Karte auch ein bisschen anders. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut so. Ich mache mir jetzt meine Farben mal zu, wobei ich noch testen würde ganz gerne. Also das Marineblau habe ich jetzt gar nicht benutzt. Das war mir jetzt dann doch eine Farbe zu viel. Wir haben ja noch einen Stempel, den wir vorne drauf machen, diesen wunderschönen Blumenstempel. Und den weiß ich jetzt nicht genau, ob ich den in Mangogelb oder in Wassermelone stempel. Also das mache ich jetzt einfach beides und dann können wir uns entscheiden. Wenn man es drauflegt, dann sieht man das manchmal irgendwie besser, finde ich, wie wenn man es sich nur vorstellt. Also ich nehme jetzt einmal den Mangogelb. So schön, oder? Also das ist ein richtig cooles Stempelset, das finde ich total toll. Ich stempel mir die Farbe ab und mache es jetzt gleich nochmal in Wassermelone. Was auch gut sein könnte, wäre natürlich Magenta. Ja, auch eine coole Farbe für die Karte. Aha, schön. Beides total schön. Allein das sieht einfach toll aus. Okay, und jetzt stanze ich mir das gleich mal aus mit der 2-Inch Kreisstanze. Ich hoffe, die gibt es noch. Ich weiß jetzt gerade nicht bei den Kreisstanzen, wer da alles so rausgefallen ist. Stanze mal einfach mal beide aus. Die passt da also perfekt außenrum. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ich glaube, ich mache den Spruch jetzt auch noch. Den mache ich auch noch. Und dann lege ich mir alles so hin, wie es mir gefällt. Baue mir es dann zusammen. Und den mache ich jetzt mal wieder in Wassermelone. Ich mache den auch in beiden Farben. Dann haben wir die komplette Auswahl. Und ich muss die Karte einfach nochmal basteln und habe dann schon den Aufleger dafür. Einmal einen schönen Geburtstag. Möglichst gerade. Naja, ein bisschen schief ist es schon. Nehmen wir mal noch die Rückseite.
besser. Die Farbe wieder abstempeln und dann noch in Wassermelone. Ist das irgendwie auch ein bisschen schief, oder? Aber es geht. Es geht. Ich glaube, das ist ganz okay so. Und jetzt haben wir die volle Auswahl und können genau schauen, wie wir unsere Karte zusammenbauen möchten. Den Spruch, den kürze ich mir jetzt einfach ein. Könnt ihr natürlich auch mit der Schere machen. Ich kann nur ganz selten gerade schneiden. Deswegen finde ich diesen Minischneider super. Und jetzt haben wir ja hier diese verschiedenen Möglichkeiten. Also entweder so. Sieht sehr schön aus, finde ich. Das ist wirklich frisch. Oder ich glaube, man kann es ruhig so bunt machen. Das gefällt mir auch sehr gut. So. Und ich zeige euch natürlich noch die andere Variante. Etwas schlichter, weil etwas mehr in einem Farbkonzept. So. Oder nochmal so eine Variante. Also jetzt habt ihr wirklich die volle Auswahl. Müsst euch entscheiden, was euch am besten gefällt für eure Karte. Und ich weiß es natürlich jetzt nicht. So finde ich es auch sehr schön, muss ich sagen. Aber so finde ich es auch cool. Ich finde, es darf wirklich bunt sein und ich mache das Ganze jetzt so. Das ist jetzt meine Endkarte und das wird die nächste Karte. Die stempel ich mir gleich nochmal. Und dann habe ich nochmal eine weitere Karte fertig. Sehr gut. Okay, und aufgeklebt wird das Ganze jetzt auch ganz einfach. Ich habe den Spruch, den mache ich mit Dimension. Wo sind denn meine Abstandsklebechen? Hier, dann nehme ich mir einfach so Randstücke, da kann man sich ja immer ganz gut welche abschneiden. Das klebe ich jetzt auf den Kreis auf. Und den Kreis, den klebe ich ganz flach mit Flüssigkleber auf. Den anderen Kreis auf. Den Wassermelonenkreis. Und den klebe ich nochmal mit Dimension auf. Schwupps. Kann man auch super die Randstücke verwenden. Also es ist wirklich eine total einfache Karte und auch ganz schön schnell gemacht eigentlich. Also so machen wir das mal so, dass man die Blüte hier noch sieht. Und wie findet ihr das? Also ich finde, das ist total fresh. Sehr, sehr cool. Ich halte euch jetzt das andere nochmal so ins Bild. Finde ich auch sehr schön, muss ich schon sagen. Kann mir wieder nicht entscheiden. Aber ich finde es gut, dass man den Spruch noch ein bisschen besser lesen kann, wie auf dem hier. Das finde ich jetzt immer ganz gut. Aber ich mag halt diese Kombination mit dem Marineblau auch sehr gern. Aber das ist schon cool. Einen schönen Geburtstag. Man könnte auch innen noch einen schönen Spruch hier unten hin machen. Aber so hat man auch viel Platz zum Schreiben. Und ich finde, das ist wirklich eine Karte, die richtig viel Spaß macht. Probiert die unbedingt aus. Das ist schon cool, weil man einfach nur drauf losstempelt und jedes Mal ein anderes Ergebnis hat. Ich werde jetzt die anderen noch schnell basteln und vielleicht kann ich euch dann die auch noch ins Bild halten. Mal gucken. Ja, ich glaube, ich mache die dritte Variante auch noch schnell. Also rucki zucki, wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch noch über die Schulter schauen.
ihr seid noch dabei. Als letzte Verzierung nehme ich mir noch die Glitzersteine und werde mir die jetzt noch hier ein bisschen aus Rum verteilen. Aber mehr braucht es gar nicht, finde ich. Also das ist wirklich ein paar Glitzis noch hin, aber es ist einfach so eine coole Karte. Ich weiß gar nicht, wie ich sie verteilen soll. Die sind eigentlich so schon total cool. Aber dann haben wir jetzt gleich 2 in 1 geschafft sozusagen. Ist auch mal ganz cool. Und man kann sich dann erst entscheiden, wenn man das jemand schenkt. Wie man es machen möchte. Vielleicht weiß man ja auch die Lieblingsfarben von den Geburtstagskindern und kann das danach richten. Aber ihr seht schon, jetzt sind 2 irgendwie unterschiedliche Karten entstanden, so vom kompletten Eindruck. Und trotzdem habe ich die gleichen Farben verwendet. Also ich habe es auch zum Stempeln genau das gleiche verwendet. Und innen sieht das Ganze so aus. Auch ein bisschen unterschiedlich. Also das wird jedes Mal anders und ich finde jedes Mal total cool. Und wie gesagt, das ist eine Karte, die so richtig viel Spaß macht. Probiert es unbedingt mal aus. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wie gesagt, das ist so das einzige Manko, dass der Spruch ein bisschen schlechter zum Lesen ist. Aber ansonsten finde ich auch diese Variante unglaublich schön und es macht wirklich riesen Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde nur noch sagen, kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!